Grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder bei Aldi was gefunden. Und zwar dieses Zeckenset. Und das kostet, was habe ich bezahlt, 2,89 Euro. Und da habe ich mir gedacht, dafür nimmst du das mal mit. Und wollte jetzt mal mit euch gemeinsam mal reingucken, was es da alles so gibt. Ich werde euch natürlich mal wieder näher ranholen, damit ihr das seht. So, ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen und dass es scharf genug ist. Dann packen wir das Ding mal aus. Also als erstes kommt zum Vorschein Reinigungstuch. Nur zur äußeren Anwendung. Kontakt mit Augen vermeiden, bla bla bla, wie immer. Kontakt mit offenen Wunden vermeiden. Also es ist praktisch zum Desinfizieren. So, da sind drei Stück von da. Dann haben wir hier eine kleine Tüte, keine Ahnung wofür. Ich weiß nicht, ob man da die Zecken sammeln soll oder sowas. Ja, Gebrauchsanweisung. Dann haben wir hier eine Lupe. Na gut, wenn die Zecken schön klein sind, dann kann man sie besser sehen. Meistens taugen die Dinger nichts. Aber wir werden mal reingucken. Oh, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also man kann sie gebrauchen. Also für so einen Blindfisch wie mich ist das gar nicht schlecht, um die Zecke zu sehen. Ich sag mal tauglich. Dann haben wir verschiedene Pflaster. Um vielleicht hinterher die Wunde von der Zecke abzudecken, dass da kein Dreck reinkommt. Auch für Kinder so zwei bunte mit Teddybären und irgendwelche Enten oder sowas. Auch zwei Stück. Dann haben wir hier noch mal welche für Kinder, viereckige. Nochmal zwei bunte und zwei in neutraler Farbe. Ja, und dann kommen wir zum Wichtigsten, die Zeckenzange. Ja gut, von dem Ding halte ich jetzt nicht viel. Sie wird wahrscheinlich ihren Zweck erfüllen, aber diese Plastikteile, die taugen meistens nichts. Ich gucke mal, ob ich wenigstens mal ein Haar ziehen kann. Oh, ich habe sogar eins rausgerissen. Naja, dafür reicht es wohl. Also ich sag mal, für 2,89 Euro kann man eigentlich nicht meckern. Vor allen Dingen die vielen Pflaster, das finde ich nicht schlecht. Wenn man so unterwegs ist, Fahrradtour, Wanderung oder einfach nur im Wald ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Gerade für Familien. Ne, also Zeckenzange weiß ich nicht, die habe ich noch nicht ausprobiert. Mit der Lupe, das finde ich auch nicht schlecht und sie funktioniert sogar, also das wundert mich. Meistens sind das irgendwelche Teile. Doch, man kann es machen. Ne? Für die Spezialisten sage ich gleich, ich glaube Feuer kann man damit nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich finde dieses Set gar nicht schlecht. Ja. Ich sag mal, besser als nichts. Es gibt natürlich bessere Zeckenzangen oder diese Karten. Das gibt es natürlich auch.
Jetzt ist gerade eine Frau vorbeigefahren, die hat auch gedacht, was ist denn das für einer? Redet mit sich selber. Ne? Also dafür ist das gar nicht schlecht. Gut, die Tüte. Wahrscheinlich für den Müll, könnte ich mir vorstellen. Von den Pflastern jetzt, was du abziehst, das kann natürlich möglich sein. Ich glaube nicht, dass einer die Zecken sammelt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich werde das Ding wahrscheinlich ins Handschuhfach packen, dass man es immer dabei hat. Oder meinen Rucksack. Man weiß ja nie. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, dieses Set. Wie gesagt, also für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Und ich sag mal, ist besser als nichts. Sicherlich gibt es bessere Sachen. Aber für Verletzungen und sowas ist das eigentlich gar nicht mal schlecht. Für den Preis. Und wie gesagt, habe ich bei Aldi in einer Grabbelkiste gefunden. Da dachte ich, nimm's mal mit. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen, über Kommentare natürlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!